Trainer, war das am Sonntag auf dem Betzenberg ein Punkt, mit dem man leben konnte oder eher mit dem man leben musste? Nee, mit dem wir leben mussten, weil wir vorne hin natürlich nicht diese Effizienz hatten, die Chancen haben liegen lassen, leider Gottes. Ja, wir waren zwar die bessere Mannschaft, aber wenn du eben kein Tor machst, musst du mit dem einen Punkt dann eben zufrieden sein. Wie gestaltet sich derzeit die Personalsituation? Ja, also aus dem Spiel raus sind alle ganz gut durchgekommen, die verletzt waren. Da werden wir jetzt nochmal genauer hinschauen. Der eine oder andere hat gestern schon trainiert, ja, hat schon am Mannschaftstraining teilgenommen. Müssen wir jetzt gucken, wie es verkraftet wurde. Und dann werden wir schauen, wer am Samstag einsatzfähig ist. 4 Spiele sind es noch bis zur Winterpause. Habt ihr euch da irgendwie was selber vorgenommen, was ihr noch erreichen wollt? Nein, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ja, das ist das, was wir uns immer vornehmen. Wir waren in Kaiserslautern, waren nicht zufrieden, dass wir nicht gewonnen haben, vor allem dadurch, dass wir auch ein gutes Spiel gemacht haben. Aber wir sind auch nach Kaiserslautern gefahren und haben uns fest vorgenommen, dort zu gewinnen. Und genauso sieht es natürlich auch mit Lotte aus, auch wenn wir den Gegner respektieren und auch wissen um seine Stärke. Aber deswegen wollen wir trotzdem diese Punkte am Samstag da lassen und natürlich die folgenden dann auch. Du sprichst die Stärke und den kommenden Gegner an. Ist Lotte momentan sowas wie vielleicht eine der Überraschungsmannschaften der Saison? Ja, vor allem nach dem Start, glaube ich. Ja, ich glaube, dass da schon sehr, sehr vieles im Argen lag und der Kollege einfach eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, ja, die Mannschaft eine klare Handschrift verpasst hat, ja, ein klares Spiel gegen den Ball, aber auch mit dem Ball ihnen eingeimpft hat. Und das machen sie schon sehr, sehr gut. Ja. Und die Frage ist, was wir dagegen halten, aber ich glaube, dass wir auch da ganz gute Mittel haben. Bleiben wir noch mal ruhig beim Gegner. Wo siehst du die Stärken? Du hast jetzt gerade ein paar Teile angesprochen, ein paar Aspekte angesprochen. Was macht Lotte im Moment aus? So ein bisschen hat man ja auch den Eindruck gehabt, so jetzt durch die letzten Jahre, dass es auch schon immer so ein bisschen eine Wundertüte war und ist. Ja, sie haben einfach die Stärke, die sie auch in den letzten Jahren hatten, das Umschaltspiel natürlich auch wieder forciert. Ja, da sind sie richtig, richtig gut geworden, haben da wirklich auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, wenn ich nur an KSC denke, wo sie gewonnen haben, ne, weil sie einfach da nach dem Ballgewinn unheimlich schnelle Spieler auf dem Platz auch haben. Aber sie spielen es auch gegen den Ball sehr, sehr gut. Ja, sie machen die Räume sehr, sehr eng, sind sehr, sehr aggressiv am Gegner dran dann auch, wenn er angespielt wird und verteidigen eben ihren Raum sehr, sehr gut. Und da müssen wir uns schon ein bisschen was einfallen lassen, vor allem eben auch viel in Bewegung sein. Ja, und wie gesagt, die Handschrift des Das ist im Moment zumindest sehr gut zu sehen. Du sagtest gerade schon, entscheidend ist, was wir dem entgegenzusetzen haben. Worauf wird es aus deiner Sicht ankommen und was erwartest du für ein Spiel in der Britta Arena? Ja, wir müssen die gleiche Stabilität in der Defensive an den Tag legen, wie wir in Kaiserslautern an den Tag gelegt haben. Ja, ich glaube, es gab es nicht so oft, dass Kaiserslautern im eigenen Stadion keinen einzigen Eckball hat. Ja, und das zeigt einfach, dass wir defensiv sehr, sehr dominant waren, sehr, sehr stabil waren. Ja, glaube ich, nur die zwei Halbraum-Freistöße zugelassen haben, die dann auch zu Torchancen geführt haben. Das müssen wir bringen, das müssen wir auf den Platz bringen und dann eben offensiv aufpassen, dass wir nicht in Ballverluste und Kontersituationen geraten, ja, und eben auch viel, viel Bewegung ohne den Ball haben, ja, um den Gegner einfach auch immer wieder aufzureißen und uns selber Räume zu geben. Dankeschön. Bitteschön.